Die meisten Menschen, die das MMS für sich entdecken, haben von Freunden, Angehörigen und Kollegen davon erfahren und stützen sich auf die verfügbaren Informationen. Das ist gut und schön, aber dennoch verspüren wir das starke Bedürfnis, dies alles von jemandem zu hören, dem zu vertrauen, wie wir gelernt haben, einem Arzt. Einen sachkundigen Arzt zu finden, der das MMS nicht nur kennt, sondern auch selbst anwendet, ist aber alles andere als leicht. Dennoch ist es uns gelungen, einen ausfindig zu machen. Dr. John Humiston, der in Tijuana, Mexiko praktiziert. Das MMS ist ein starkes Desinfektionsmittel. Nun, was ich gelesen habe, hört sich gut an. Viele Leute sagten mir, das hilft gegen dies und das, ich erinnere mich nicht mehr so genau, aber es desinfiziert und hilft in vielen Bereichen gegen alles, was giftig ist. Es macht einfach alles platt. Ja, das tut es, aber nur in hohen Dosen. Hier haben wir es mit einer Abschreckungstaktik zu tun. Das kann doch nicht gut sein, wenn es in der Industrie verwendet wird. Aber das ist keine neutrale Sichtweise. Mir ist kein Fall bekannt, bei dem die empfohlene Dosis negative Folgen gehabt hätte. Und ich glaube auch nicht, dass dies geschehen kann. In der vorgeschriebenen Dosierung ist das MMS für niemanden gefährlich. Ich habe alle meine Kinder damit behandelt. Sie sind zwischen 2 und 17 Jahre alt. Ich glaube, unserem Zweijährigen haben wir es gegeben, noch bevor er 2 Jahre alt war. Yeah, one of the things that people have done is to use the words chlorine and chlorine dioxide synonymously. Es kommt vor, dass Menschen Chlor mit Chlordioxid verwechseln, so als wäre es ein und dasselbe, obwohl das eine doch Bestandteil des anderen ist. And one's a very reactive compound, the other can react, but you know, chlorine, they're very different. Ja, und das eine ist eine sehr reaktionsfreudige Verbindung. Die andere kann auch reagieren, aber nun ja Chlor. Beide sind sehr verschieden, absolut verschieden, meine ich. Wenn man Dioxid zu etwas hinzufügt, wird es zu etwas völlig anderem. Das wäre so, als würden wir Natriumchlorid, also Salz, und Chlor gleichsetzen, obwohl beides grundverschieden ist. Sie sind zwar chemisch miteinander verwandt, doch das eine ist ein einzelnes Element und das andere eine Verbindung. Natrium und das Ion Chlorid, beides ist grundverschieden. Wir bestehen aus Chlorid, der Ozean besteht aus Chlorid. Würde man Chlorid durch Chlor ersetzen, wären wir nicht am Leben. Es gleichzusetzen ist also nicht richtig. Manche tun es zwar, aber das ist nur ein anfängliches Hindernis, das jemand versucht, uns in den Weg zu legen, doch es ist nicht sonderlich hoch. Die bloße Tatsache, dass Chlordioxid so breite Anwendung in der Industrie findet, heißt doch, dass es kein unbeschriebenes Blatt ist, sondern für einen ähnlichen Zweck bereits verwendet wird. Wir übertragen es einfach auf ein biologisches Einsatzgebiet. Warum ist es aus biologischer Sicht unbedenklich? Schließlich wollen wir die meisten industriellen Stoffe nicht unbedingt in unserem Körper haben. Chlordioxid ist unbedenklich, weil es ein Oxidationsmittel ist und der Körper mit Oxidation umgehen kann. Denn ansonsten könnten wir nicht von Sauerstoff leben. Das zum einen. Und schauen wir uns einmal die einzelnen Komponenten an. In was zerfällt es? In sehr einfache, natürliche Komponenten, die völlig unbedenklich sind. Das zum anderen. Hier in der Klinik benutzen wir häufig Ozon intravenös. Ozon ist ein stärkeres Oxidationsmittel als Chlordioxid, bleibt im Körper aber nicht so lange stabil. Es ist ein sehr instabiles, giftiges Gas. Genau das ist es. Wenn man diesen dünnen Ozonstrahl auf einen Gummihandschuh richtet, ist innerhalb von 10 Sekunden ein Loch im Handschuh. Der Strahl zerstört den Latex sofort. Und dennoch leiten wir es ins Blut. Aber Ihnen geht es gut damit, weil dort Ihr Körper mit Oxidation umgehen kann. Nehmen wir das Serum des Körpers, das die Blutkörperchen transportiert, das Blut. Ich meine die sauerstofftransportierende Flüssigkeit des Blutes. Es ist das Organ, das den Sauerstoff transportiert und somit besitzen wir einen guten Oxidationsschutz. Wir werden mit so viel Oxidation fertig, Viren aber werden das nicht und werden es auch nie können. Vieles von dem, was Sie sagen, klingt wichtig und scharfsinnig, aber wir scheinen uns nicht daran zu halten, ich meine allgemein. Wir sprechen hier nicht gerade von einer Standardmethode der Medizin. Ja, richtig, wenn es um die Praxis geht, insbesondere wenn man von Wissenschaft spricht. Aber Gleiches gilt auch für Automechanik, Maschinenbau, einfach alles. Man hat immer zuerst eine Theorie oder Erklärung. Im günstigsten Fall ist diese möglichst allumfassend, ausgehend von den Beweisen, die man hat. Und dann schlägt man eine Lösung oder eine Behandlungsmethode vor und diese ist dann der endgültige Test. Wenn die Behandlung anschlägt, dann ist es so gut wie gewiss, dass man das Problem gefunden hat. Ich denke, was Sie sagen wollen, Adam, ist, dass unsere Behandlungsmethoden in bestimmten Bereichen nicht greifen und wir dadurch chronische Krankheiten entwickeln, von denen unsere Nation zu viele hat.
Offen gesagt, habe ich als Amerikaner diesen Mangel an Kompetenz in der Medizin ziemlich satt. Wir haben jede Menge Ausflüchte dafür, warum dies so ist. Nur Erfolg haben wir wenig. Ich denke nicht, dass dies an unserem Land oder an unseren Grundsätzen liegt. Unsere Grundsätze greifen für alle Praxisbereiche. Es gibt keine Grenze zwischen der Medizin und unseren Grundrechten. Und wenn dies realisiert würde, hätten wir einen freien Markt, was bedeutet, dass wir anwenden würden, was funktioniert. Und funktionieren tut das, was den Menschen hilft. Und damit wären wir schon einen echten Schritt weiter. Momentan haben wir ungeschulte Ärzte. Sie sind nichts weiter als lizenzierte Drogenhändler. Darum ging es bei meiner Ausbildung vor allem, rezeptpflichtige Medikamente zu verschreiben. Warum sollte ich etwas anderes als rezeptpflichtige Medikamente verschreiben? Schließlich bin ich Arzt, nicht wahr? Ich arbeite für diese Medikamente. Also warum sollte ich ein Nahrungsergänzungsmittel verschreiben? Ich habe meine Ausbildung bei der Marine absolviert und war als Allgemeinmediziner tätig. Und das war eine gute Schulung. Aber immer und überall war da dieses bestimmte Element in unserer Kultur. Dieses Element ist komplett gegen die Wissenschaft und eine effektive Behandlungsweise gerichtet. Stattdessen ist es ausgerichtet auf Ego und Dummheit und was immer man hier noch ergänzen mag. Das Wichtigste aber ist, es hilft nicht. Der Patient wird nicht glücklich. Und der Arzt ist auch nicht glücklich, denn für Erfolg gibt es keinen Ersatz. Wenn man den Menschen ohnehin nicht helfen kann, dann beobachtet man eben den Aktienmarkt oder ärgert seine Kollegen, weil man nach etwas anderem sucht, das einen zufriedenstellt. Einen eindrucksvollen dicken Wagen fahren zum Beispiel. Natürlich ist das kein adäquater Ersatz für Erfolg. Ich habe viel Zeit darauf verwandt, mich einzuarbeiten, und jetzt habe ich etwas, das den Menschen wirklich hilft.